Moment ja noch etwas ruhiger ist, von der anderen Seite wollte ich noch ein paar kleine Worte vorher sagen. Und zwar, es gab kürzlich einen Moment, in dem Julian Assange annähernd die mediale Beachtung erfuhr, die ihm seit Jahren hätte zuteil werden müssen, als der Antrag auf Auslieferung an die USA abgelehnt wurde. Doch bereits einige Tage später liegt wieder ein Mantel des Schweigens über diesem skandalösen und bewegenden Schicksal. Da es jetzt, wie gesagt, halt in diesem kurzen Moment, wo sich viele Medien über Julian Assange berichtet haben, gab es jetzt unter anderem auch, und wie gesagt, man muss es ja hochhalten, wenn es das mal gibt, es gab einen Kommentar in der Taz von der Ressortleiterin Inland, von einer Anna Lehmann unter dem Titel Julian Assange bleibt in Haft. Er muss freikommen. Ihr Kommentar war, der WikiLeaks-Gründer ist ein Aufklärer. Dennoch lehnt die britische Justiz seine Freilassung ab. Das untergräbt die Pressefreiheit und das Ansehen des Westens. Es waren erschütternde Szenen. Gefilmt aus einem über Bagdad kreisenden US-Militärhubschrauber. Die Besatzung erschießt gezielt eine Gruppe von unbewaffneten Männern. Unter den Toten sind auch zwei Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters, die beruflich unterwegs waren. Es ist WikiLeaks und dem Gründer Julian Assange zu danken, dass dieses und andere Kriegsverbrechen des US-Militärs im Jahr 2010 ans Licht kamen. Doch im Hochsicherheitsgefängnis sitzen heute nicht die Mörder, sondern der Aufklärer. Das ist ein Skandal, der andauert. Denn obwohl die britische Justiz dem Auslieferungsgesuch der USA nicht stattgegeben hat, behandelt sie Assange weiterhin wie einen Schwerverbrecher. Der Antrag auf Freilassung gegen Kaution wurde abgelehnt. Julian Assange bleibt in Haft. Damit ist der Journalist seit 2012, seit seiner Flucht in die ecuadorianische Botschaft in London, faktisch in Arrest. Davon jetzt über anderthalb Jahre im Hochsicherheitsgefängnis. Er ist psychisch am Ende. Das musste selbst die Richterin in London einsehen, die die Auslieferung ablehnte. Mit der Ablehnung des Kautionsgesuchs macht sich Großbritannien weiterhin zum willigen Komplizen der USA. Für die USA ist Julian Assange kein Journalist, sondern ein Spion, der geheime Dokumente veröffentlicht hat. Folgt man dieser Logik, ist eine Verfolgung aller investigativen Journalistinnen überall auf der Welt legitim. Jede Diktatur kann sich bereits jetzt auf den Fall Assange berufen. Das Regime im Iran hat erst vor Weihnachten den Blogger Ruhollah Sam gehängt, weil er über Proteste berichtet hatte. Die Parallelen sind offensichtlich. Auch die USA wollen Assange für immer mundtot machen, weil seine Berichterstattung ihren Interessen zuwiderlief. Es gibt nur einen Weg, um die Pressefreiheit und das Ansehen des Westens, der ja für freiheitliche Werte stehen will, nicht weiter zu untergraben. Julian Assange muss freikommen. Die Anklagen gegen ihn fallen gelassen werden. Es geht um die Würde eines Menschen, aber auch um den Wert der Demokratie. Soweit der Kommentar von Anna Lehmann von der Taz. Ja,
deutliche Worte. Und wie gesagt, es ist wichtig, die nicht nur an einem Tag zu sagen, sondern ständig und immer wieder darauf hinzuweisen. Ich will mit einem kleinen Zitat noch enden von einer Journalistin aus Italien, Stefania Maurizi, wo es ein wunderbares Interview mit ihr gibt, das die Ingrid übersetzt hat. Ich nehme da einfach mal das Ende dieses Interviews von ihr, was auch bei den Freidenkern veröffentlicht worden ist. Und zwar sagt sie: Ich kämpfe, weil ich in einer Gesellschaft leben möchte, in der man Kriegsverbrechen aufdecken kann, wie es Chelsea Manning getan hat, ohne im Gefängnis zu landen. Ich möchte in einer Welt leben, in der man Kriegsverbrechen aufdecken kann, ohne seine Freiheit zu verlieren, wie es bei Julian Assange der Fall ist. Wenn wir solche Gesellschaften nicht aufbauen, wird das niemand für uns tun. Wir müssen dafür kämpfen, dass es so ist. Ich kann auf die einzige Weise kämpfen, die ich kenne, nämlich mit dem Journalismus. Ich möchte meinen Journalismus nutzen, um die Fakten in diesem Fall richtig zu stellen und um den Menschen begreiflich zu machen, wie verkehrt es ist, dass wer Kriegsverbrechen aufdeckt, deswegen seine Freiheit verliert. Freiheit für Julian Assange! Free, free, free Assange! Free, free, free Assange! Free, free, free Assange! Guten Abend allerseits. Was ich jetzt vorlesen möchte, das ist ein Text von Kathleen Johnston, der gestern veröffentlicht wurde. Ich werde einiges nur auf Englisch vorlesen, und das, was sich auf Julian Assange bezieht, das wird dann übersetzt werden. Also, your sigh of relief is grounded in delusion. Es geht darum, dass der Trump ja, also der Biden jetzt der Präsident ist, und alle sind erleichtert. Okay. At long last, America is returning to normality. The hub of globe-spanning empire, which rings the planet with military bases and destroys any nation which disobeys it, while propagandizing the entire world into supporting its murderous policies without rude tweets. Americans want to believe Trump was uniquely evil among recent presidents because they want to believe their government will become significantly less evil when he leaves. This is delusional and harmful. Trump was a U.S. president of fairly average depravity, surrounded by an ocean of influential narrative managers LARPing about treason and sedition for 4 years. Trump war ein sehr durchschnittlicher US-Präsident. Ein Durchschnitt an Verkommenheit, umgeben von einem Meer von einflussreichen Managern, die 4 Jahre lang über den Verrat und den Aufruhr gelabt haben. So, jetzt übersetzt du mir bitte mal das Wort LARPen. LARPing, das ist ein Rollenspiel ist das. Ein Rollenspiel, aber nicht virtuell, sondern in Echtheit, ja? Untereinander. Das ist ein Rollenspiel. Okay. To LARP. Und es wurde auch als Verb dann umgedeutet, LARPing. So. So many Trumpers told me he'd free Assange. They were 100% certain Trump was going to get reelected, drain the swamp, end the wars, and free Assange. He did none of these things. If this is you, please overhaul your worldview and drastically change your media consumption habits. Viele Trumper haben mir gesagt, er würde Assange befreien. Sie waren sich 100% sicher, dass Trump wiedergewählt werden würde und den Sumpf trocken
legen würde, die Kriege beenden und Freiheit für Assange erreichen würde. Er hat nichts von diesen Dingen getan. Wenn Sie dieser Meinung gewesen sind, überarbeiten Sie bitte Ihr Weltbild, indem Sie Ihre Medienkonsumgewohnheiten drastisch ändern. Arguing that Trump wanted to pardon Assange, but Republicans threatened him to just saying Trump wanted to fight the establishment, but the establishment told him no. Zu argumentieren, dass Trump Assange begnadigen wollte, aber die Republikaner ihm gedroht haben, dazu ist nur zu sagen, dass Trump das Establishment bekämpfen wollte, doch dieses Establishment sagte ihm, nein, du bekämpfst uns nicht, kommt nicht in Frage. It's easy to applaud Martin Luther King Jr. when he is dead, when he exists as a legend, and you don't have to meet any of his imperfections and controversies. If you want to know if you would have supported King back in this day, don't look at King. Look at whether or not you support Julian Assange. Es ist einfach, Martin Luther King Jr. zu applaudieren, wenn er schon tot ist, wenn er als Legende existiert und man keine seiner Unvollkommenheiten und Kontroversen kennenlernen muss. Wenn Sie wissen wollen, ob Sie King zu seiner Zeit unterstützt hätten, schauen Sie nicht auf King. Schauen Sie sich an, ob Sie Julian Assange unterstützen oder nicht. Julian Assange has provided many explosive revelations about the malfeasance of the powerful, but none so explosive as the revelation that the US and its allies will imprison and torture a journalist for exposing US war crimes. Julian Assange hat viele brisante Enthüllungen über das Fehlverhalten der Mächtigen geliefert. Aber keine war so brisant wie die Enthüllung, dass die USA und ihre Verbündeten einen Journalisten inhaftieren und foltern werden, weil er Kriegsverbrechen der USA aufgedeckt hat. Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! 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 Free, free! Free Assange, Wahrheit ist kein Verbrechen. Free, free, free Assange, Wahrheit ist kein Verbrechen. Free Julian Assange, now. Free Julian Assange, now. Free Julian Assange, now. Free Julian Assange, now. Free Julian Assange! No! Free Julian Assange! No! Free Julian Assange! No! Free Julian Assange! No! Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Free Assange! Lasst ihn frei! Lasst ihn frei! Lasst ihn frei!
frei! Lasst ihn frei! Gewalt ist kein Verbrechen! Free! Free! Free Assange! Wahrheit 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 ist kein Verbrechen! Free Julian Assange! Now! Free Julian Assange! Now! Lasst ihn frei! Sofort! Lasst ihn frei! Sofort! Lasst ihn frei! Sofort! Lasst ihn frei! Sofort! Wahrheit ist kein Verbrechen! Großbritannien, lasst endlich Julian Assange frei! Freiheit für Julian Assange. Wahrheit ist kein Verbrechen. 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 Free Julian Assange. 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 Free Julian Assange now! Wahrheit ist kein Verbrechen! Free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Open Free Society in peace. Free Assange. Free Journalism too. Free Assange. Free Journalism too. We want to live in an open free society in peace. Und das singt er auch mit. Danke. Danke. Wir haben hier noch einen Auszug von einem interessanten Interview, es gab ja einen winzig kurzen kleinen Moment des weltweiten Interesses an dem Fall Julian Assange, gleich Anfang Januar, einen Tag davor, am Sonntag, wurde auf dem Spiegel Plus ein Interview veröffentlicht von dem Journalisten Michael Sontheimer mit der Partnerin von Julian Assange, Stella Morris, zur Person, sie ist 37, in Südafrika geboren und aufgewachsen. Die Juristin mit katalanischen Wurzeln stieß vor 9 Jahren zum Anwaltsteam von Julian Assange. Nicht viel später wurden sie ein Paar, als der WikiLeaks-Gründer in der ecuadorianischen Botschaft ausharrte.
während der australische Journalist in der ecuadorianischen Botschaft Asyl hatte, bekam Morris mit ihm die Söhne Gabriel 3 und Max 1. Was? Ein Interview, wie gesagt, vom Spiegel vom 3.1.2021. Frau Morris, wie war Ihr Weihnachten ohne Julian Assange? Der Vater Ihrer beiden Söhne ist seit April 2019 im Londoner Belmarsh Hochsicherheitsgefängnis. Die Jungs und ich waren Weihnachten bei meinen Eltern. Wir legten auch Geschenke für Julian unter den Baum, die wir ihm beschrieben, als er anrufen konnte. Wie hat er die Feiertage verbracht? Es gibt kein Weihnachten im Belmarsh Hochsicherheitsgefängnis. Immerhin hat er einen Berg von Briefen bekommen. Ist er weiterhin 23 Stunden am Tag in seiner Zelle eingesperrt? Ja, Belmarsh ist eines der härtesten Gefängnisse Großbritanniens. Und er sitzt da seit 20 Monaten ein. Jeder fünfte Gefangene dort wurde wegen Mordes verurteilt. Julian muss keine Strafe dort verbüßen. Aber im Vereinigten Königreich werden selbst in den Zeiten von Corona keine Gefangenen von der Haft verschont, die nicht schon verurteilt sind. Wie ist die Corona-Situation in diesem Gefängnis? Es gab einen Ausbruch im März und jetzt wieder einen im November. Da wurden alle Häftlinge rund um die Uhr in ihren Zellen eingeschlossen. Julian durfte nicht für eine Minute aus seiner Zelle kommen, nicht mal um zu duschen. 97 Gefangene in seinem Gefängnisblock waren Ende Dezember infiziert. Wenn der Gefängnisblock unter Quarantäne gestellt wird, bedeutet das eine verschärfte Isolation in einer ohnehin schon isolierten Existenz. Wenn sie ihrer Freiheit beraubt sind, macht jedes kleine Stückchen Freiheit Sonnenlicht auf ihrer Haut, ein Windhauch auf ihrem Gesicht, jede Interaktion mit Menschen einen enormen Unterschied. Die sensorische Deprivation hat sehr schlimme Auswirkungen. Wie wirkt sich Julians schwierige Lage auf Sie aus? Es ist sehr schwer, weil er leidet und ich mich ohnmächtig fühle, das zu beenden. Wenigstens hat die Gefängnisleitung die Kommunikationsbeschränkungen etwas gelockert. Wir können oft telefonieren. Dieser Kontakt ist eine Rettungsleine, als wenn Sauerstoff in die Tiefe des Meeres gepumpt würde. Manchmal fühlt es sich an, als würde er Sauerstoff in meine Richtung schicken. Obwohl er so viel Elend aushalten muss, schafft er es auch, mich zu unterstützen. Hat er Kommunikationsmittel in seiner Zelle im Belmarsh-Gefängnis? Ja, er hat ein Radio, mit dem er BBC hören kann, aber keine ausländischen Sender wie etwa die Deutsche Welle. Es hat ein Jahr gedauert, bis er es bekam. Leute schickten ihm Radios, die Gefängnisleitung schickte sie wieder zurück. Darunter waren zwei Männer, die mehrere Jahre als Geiseln der Hisbollah im Libanon gefangen waren. Charlie Glass und Terry Wade. Sie beschwerten sich beim Gefängnisleiter, dass sogar die Hisbollah ihren Gefangenen Radios gegeben hätte. Kurz darauf bekam Julian ein Radio. Also sind wir besser als die Hisbollah, genau um ein Radio. Julian Assange war als junger Mann ein Hacker und ist ein richtiger Computerfreak. Hat er jetzt einen Computer? Das Justizministerium hat ihm einen Pseudo-Laptop für die Prozessvorbereitung zur Verfügung gestellt. Aber auch erst nach einem Jahr hin und her, als die Verhandlung nahezu vorbei war. Ich spreche von einem Pseudo-Laptop, weil er so umgebaut wurde, dass man mit ihm nicht schreiben kann. Die Buchsen sind mit Kunststoff versiegelt, die Tasten angeklebt, kein Testverarbeitungsprogramm, Internet sowieso nicht. Man kann, keine Ahnung, warum, nur PDF-Files darauf lesen.
Julian muss sich auf Papier Notizen machen, aber der Nachschub an Papier und Stiften ist begrenzt. Seine Korrespondenz mit den Anwälten ist fast immer geöffnet. Die britische Rechtspflege hat für Kontinentaleuropäer manchmal eigentümliche Gepflogenheiten. Konnte er sich mit seinen Anwälten in Ruhe über seine Verteidigung in dem Auslieferungsverfahren beraten? Nein, er hat keinen seiner Anwälte mehr im Gefängnis gesehen. Als die Verhandlung Anfang September begann, waren das 6 Monate. Julians Verteidigung wurde ernsthaft behindert. Das Gericht und die Gefängnisleitung haben wirklich alles getan, um ihm seine Verteidigung zu erschweren. Wann konnten Sie ihn das letzte Mal im Gefängnis besuchen? Im Oktober. Ein Besuch von den Kindern und mir war für den 29. Dezember genehmigt. Aber er wurde wegen Corona wieder abgesagt. Also sprechen Sie am Telefon mit ihm? Wir können die meisten Tage telefonieren, wenn es keine Probleme mit dem Telefonsystem gibt. Wenn wir sprechen, erzähle ich ihm von den vielen Initiativen, die seine Freilassung fordern. Von den Leuten aus dem gesamten politischen Spektrum, von Staatsoberhäuptern bis zu normalen Bürgern. Die wachsende Unterstützung, nicht zuletzt auch in Deutschland, ist sehr hilfreich für die Moral. Ja, das geht an euch. Danke. Mein Einschub. Der Spiegel fragt weiter, also der Herr Sontheimer. Was sagen Sie dazu, dass die Richterin im Auslieferungsverfahren den Vertretern von Amnesty International und Reporter ohne Grenzen keinen Platz im Gerichtssaal eingeräumt und auch den Zugang zur Videoplattform der Verhandlung verweigert hat? Das ist sehr beunruhigend, weil das öffentliche Interesse an dem Fall kaum größer, die Folgen für die Pressefreiheit kaum ernster sein könnten. Reporter ohne Grenzen hat darauf hingewiesen, dass solange Julian im Gefängnis der Auslieferung entgegensieht, Europa keine Sicherheit für Journalisten und Verleger bietet. Welche Auswirkungen hat der Fall Assange auf den Journalismus? Dieser Fall wird zeigen, ob die Zensurgesetze eines fremden Landes Grundrechte übertrumpfen können. Ja, das ist ein sehr wichtiger Gedanke. Und er wird zeigen, ob Gerichte den öffentlichen Informationsanspruch hochhalten und den Anspruch von Opfern auf Wahrheit oder ob die Gerichte gemeinsame Sache mit denen machen, die das Öffentlichmachen von Kriegsverbrechen und Folter bestrafen wollen. Die Entscheidung wird ein Signal dafür sein, ob britische Gesetze es akzeptabel finden, ob britische Gerichte es akzeptabel finden, dass eine fremde Macht Julians juristische Dokumente klaut, darüber nachdenkt, ihn zu vergiften, seine Treffen mit Anwälten überwacht und Windeln klaut, um die DNA unseres Babys zu analysieren, so wie das alles in der ecuadorianischen Botschaft geschehen ist, als er dort Asyl hatte. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie lange die rechtlichen Auseinandersetzungen über den US-Auslieferungsantrag in Großbritannien dauern werden? Wie auch immer das Urteil am 4. Januar ausfallen wird, die eine oder die andere Seite wird Berufung einlegen. Dann wird das Innenministerium über die Zulassung dieser Berufung entscheiden. Es ist ein erhebliches Risiko, dass Julian schon vor dem Sommer in die USA ausgeliefert werden wird. Sehen Sie demnach den Fall Ihres Partners als emblematisch für den weltweiten Kampf für Pressefreiheit? Absolut. Pressefreiheit wird bedeutungslos, wenn eine ausländische Macht der Schiedsrichter darüber wird, was Journalisten dürfen oder nicht. Medienschaffende auszuliefern, damit sie vor Gericht gestellt werden und den Rest ihres Lebens in einem ausländischen Gefängnis verbringen, scheint unvorstellbar. Aber genau das passiert.
Sein Fall etabliert einen neuen autoritären Standard. Sehen Sie die Möglichkeit, einen solchen Präzedenzfall zu verhindern? Ja, die gäbe es. Es handelt sich um ein politisch motiviertes Auslieferungsbegehren und es muss gestoppt werden, bevor er wirklich ausgeliefert wird. Die Vereinten Nationen, die OSZE, die Washington Post und so gut wie jede Menschenrechtsorganisation haben sich gegen eine Auslieferung ausgesprochen. Der Widerstand dagegen muss sich in jeder Ecke der Gesellschaft und Politik bemerkbar machen. Ja, so wie jetzt gerade hier auch. Weiter wird gefragt, ist die Tatsache, dass Donald Trump bald aus dem Weißen Haus ausziehen muss, günstig für Julian Assange und seinen Fall? Die Obama-Regierung entschied 2013, Julian nicht wegen der Veröffentlichung der Dokumente von Manning zu verfolgen. Obama und seine Leute verstanden, dass eine Verfolgung von Julian ein Präzedenzfall gewesen wäre. Sie nannten das New York Times-Problem. Dann hätte man auch gegen alle Journalisten, die über von WikiLeaks veröffentlichten Geheimdokumente schrieben, ermitteln müssen. Die Trump-Regierung revidierte dann 2017 diese Entscheidung, Julian nicht zu verfolgen. Wie erklären Sie sich das? Hat Trump nicht gesagt, I love WikiLeaks, weil die Plattform peinliche E-Mails von Hillary Clinton veröffentlicht hat? Ach, vergessen Sie Trump. Rechte Vertreter seiner Regierung wollten Journalisten verfolgen und einen Kopf auf einem Spieß präsentieren. Sie waren von Leaks geplagt und sahen die Presse als Feinde. Das New York Times-Problem verwandelte sich in eine New York Times-Lösung. Ein attraktiver Ansatz, den Rest der Presse zu verfolgen, indem man mit WikiLeaks einen Präzedenzfall, gehe ich von aus, schafft, beziehungsweise mit WikiLeaks eine neue Norm schuf. Der CIA-Direktor und spätere Außenminister Mike Pompeo sowie Justizminister Bill Barr, der auch für die CIA tätig war, gaben sich als Cheerleader dieser Verfolgung. Da sich nichts Kriminelles finden ließ, verwandelten sie investigativen Journalismus in ein Verbrechen. In 2,5 Wochen wird Joe Biden als Präsident ins Weiße Haus einziehen. Also heute. Gestern. Glauben Sie, dass er zur alten Position der Obama-Regierung zurückkehren wird, der er als Vizepräsident angehörte? Es wird interessant werden zu sehen, ob Biden das Trump-Erbe pflegt und die Verfolgung von Julian weiterführen lässt. Es ist ein politischer Fall, aber er ist jetzt im System. Es bedarf eines expliziten Willens, ihn zu stoppen. Objektiv betrachtet ist es in niemandes Interesse, dass Julian ausgeliefert wird. Meiner Meinung nach muss der öffentliche Druck so groß werden, dass es zum Problem für die beiden Regierungen wird, den Fall einfach laufen zu lassen. Ja, deswegen sind wir hier. Wenn Boris Johnson den Preis für sein Missmanagement von Corona und des Brexits bezahlen müsste und der Labour-Chef Starmer, britischer Premierminister, würde. Könnte das im Fall Assange eine Wendung bringen? Politiker aller Richtungen haben verstanden, dass es sehr peinlich für das Vereinigte Königreich ist, Julian im Gefängnis zu halten und sich gleichzeitig weltweit als Verteidiger der Medienfreiheit zu profilieren, wie bei der gleichnamigen Konferenz im vergangenen Jahr. Es ist doch so, wie Reporter ohne Grenzen sagt, China und Aserbaidschan benutzen Julians Fall, um gegen das Vereinigte Königreich und den Westen zu punkten. Auf die Kritik Europas an der Inhaftierung kritischer Journalisten entgegnen sie einfach: Und was ist mit Assange? Der perfekte Konter. Ja,
Deswegen sind wir hier. Das war das Interview, was am 3. Januar veröffentlicht worden ist, also einen Tag vor der erstinstanzlichen Gerichtsentscheidung zur Auslieferung von Julian Assange an die USA in London. Und ganz klar geht daraus hervor, nur politischer Druck. Wir müssen politischen Druck aufbauen. Wir müssen es peinlich machen für die USA, für die neue Biden-Administration. Wir können sie gerne vergleichen mit Donald Trump, wenn sie nicht Verfahren gegen ihn einstellen. Die Berufung, die USA machen können in dem Auslieferungsverfahren, die sollen sie zurückziehen. Oder Großbritannien soll ihn endlich freilassen, denn auch auf dieses Berufungsverfahren könnte er durchaus in gesünderen Umständen darauf warten, dass es da weitergeht. Es gibt keinen Grund, dass er, wo jetzt ganz klar entschieden worden ist, er wird nicht an die USA ausgeliefert, ihn weiterhin in einem Hochsicherheitsgefängnis gefangen zu halten. Und um diesen Skandal, um die Kosten in der Öffentlichkeit so hoch wie möglich zu treiben, dass man sehen kann, der Kaiser ist nackt, das heißt, die angebliche Demokratie und mit selbst auf die Fahnen geschriebene, die Menschenrechte angeblich überall in der Welt ja verteidigen wollen, es in ihrem eigenen Land gegen die Menschenrechte verstoßen und Julian Assange nicht freilassen, obwohl er nichts verbrochen hat, außer die Wahrheit zu veröffentlichen. Deswegen sind wir hier, deswegen versuchen wir uns mit möglichst vielen zu verbinden, mit Politikern, mit Journalisten, dass sie nicht nur an solchen Tagen schreiben, wo mal einmal ein wichtiges Urteil gefällt wird, sondern wir arbeiten daran, dass das Thema Julian Assange, dass das Thema Pressefreiheit, Meinungsfreiheit als Grundlage von Demokratie, wofür Julian Assange exemplarisch steht, dass das nicht von der Tagesordnung verschwindet. Wir müssen zeigen, wir sehen euch, wir bleiben dran, wir erhöhen eure Kosten, wir untergraben eure Glaubwürdigkeit, wenn ihr Julian Assange nicht endlich freilasst. Free, free, free Assange! Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen. Free, free, free Assange. Wahrheit ist kein Verbrechen. Free, free, free Assange. Wahrheit ist kein Verbrechen. Free, free, free Assange. Wahrheit ist kein Verbrechen. Also das ist so ein Text, der eigentlich heute Nacht erschienen ist, in den USA von einem Journalisten, der heißt Kevin Gosselaar, und er ist ein investigativer Journalist, der auch im September so einen Podcast, einen täglichen Podcast des Gerichtsverfahrens gegen Julian Assange gehabt hat, auch für zwischendurch, was so die Umfeldbedingungen sind, und da ganz viele Informationen in den USA dazu verbreitet hat. Der Titel ist Keine Begnadigung für Edward Snowden oder Julian Assange. Und die Unterzeile: nach einem CNN-Report unterwarf sich Trump den Falken der nationalen Sicherheit der Republikaner und sah von einer Begnadigung des NSA-Whistleblowers und des WikiLeaks-Gründers ab. Obwohl es mehrere langwierige Kampagnen gab, hat Präsident Donald Trump keine Whistleblower begnadigt, die unter dem Spionagegesetz der Vereinigten Staaten angeklagt oder strafrechtlich verfolgt wurden. Er lehnte es auch ab, den einzigen Journalisten zu begnadigen, der jemals unter dem Gesetz aus der Zeit des Ersten Weltkriegs angeklagt wurde. WikiLeaks-Gründer Julian Assange und NSA-Whistleblower Edward Snowden
wurde keine Begnadigung angeboten, weil Trump, Zitat, die Republikaner im Senat nicht verärgern wollte, die bald entscheiden werden, ob er während seines Prozesses im Senat verurteilt wird. Viele GOP-Abgeordnete, God's Own Party, also Republikaner-Abgeordnete, hatten durch entsprechende Botschaften übermittelt, dass sie darauf bestehen, Assange oder Snowden die Gnade vorzuenthalten, so CNN. NSA-Whistleblowerin Realty Reiner, die als erste unter Trump nach dem Espionage-Akt strafrechtlich verfolgt wurde, und der ehemalige CIA-Offizier John Kiriakou strebten Begnadigungen an. Auch sie wurden effektiv abgelehnt. Am 17. Januar berichtete die New York Times, dass ein Mitarbeiter des Trump-Anwalts Rudy Giuliani zu Kiriakou sagte, eine Begnadigung würde ihn $2 Millionen kosten. Ich habe gelacht, sagte Kiriakou. $2 Millionen? Haben Sie den Verstand verloren? Kiriakou sagte der Times, selbst wenn ich 2 Millionen Mäuse hätte, würde ich sie nicht ausgeben, um eine $700 Rentenzahlung zu erhalten. Der Bericht enthüllte einen kleinen Einblick in die Korruption rund um Begnadigungen in den letzten Tagen der Trump-Präsidentschaft, als, Zitat, mehrere Personen mit Verbindungen zu Trump offenbar große Geldsummen akzeptierten, im Gegenzug für Begnadigungen. Kiriakou sagte, Trump sei nicht der einzige Präsident in der Geschichte dieser Art. Sicherlich, Bill Clinton tat es am Ende seiner Amtszeit auch. Aber das zeigt doch nur, wie beschädigt der Begnadigungsprozess in den Vereinigten Staaten ist. Danke. In den vergangenen 3 Monaten waren prominente Unterstützer von Assange wie Pamela Anderson und Glenn Greenwald häufig zu Gast bei Fox News zur Hauptsendezeit, um den Fall für eine Begnadigung direkt an Trump zu übermitteln. Einige republikanische Vertreter wie Senator Rand Paul und der Kongressabgeordnete Matt Gaetz formulierten eine Argumentation für die Republikaner so ungefähr wie: Verbündete der Demokraten wie der frühere nationale Geheimdienstdirektor James Clapper hatten ihn, nämlich Snowden, verfolgt. Zitat: Er hat aufgedeckt, dass James Clapper der ranghöchste und mächtigste Spion der Welt Amerikaner ausspioniert hat und uns darüber belogen hat, erklärte Paul. Deshalb denke ich, dass Snowden etwas getan hat, was ein Dienst am amerikanischen Volk war, und er sollte begnadigt werden. Aber Snowden hatte weder Millionen von Dollar, um Trump zu bezahlen, noch hatte er jemals vor, Trump einen politischen Gefallen zu tun. Snowden antwortete, es soll Berichte geben, dass, Zitat, Trump sich von der Begnadigung von Assange hat einschüchtern lassen und fälschlicherweise glaubt, die Republikaner im Senat würden nicht für ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn stimmen, wenn er in diesem Punkt nachgibt. Sobald er aber nicht mehr an der Macht ist, werden sie sowieso dafür stimmen, ihn anzuklagen. Was nun ja ein Weg ist, um Schlagzeilen zu machen. Noch mal Kiriakou, Trump wird entweder als der erste Präsident seit JFK, John F. Kennedy, in Erinnerung bleiben, der von seinem ersten bis zum letzten Tag im Amt von der NSA, von CIA, von SPA gehasst wurde, oder als derjenige, der auf Druck im letzten Moment nachgab, schlug Snowden vor. Er, Trump nämlich, beschimpfte den tiefen Staat während seiner Kampagne und seiner Präsidentschaft ständig. Aber wann immer er die nationalen Sicherheitsinstitutionen herausfordern und ihren Apparatschiks in der Republikanischen Partei die Stirn bieten musste, zeigte er, dass nichts dahinter steckte. Zitat: Die Rhetorik diente am Ende wirklich niemanden, erklärte Kiriakou.
was nicht heißen soll, dass die Begnadigungskampagne von Assange, Snowden, Weiner, Kiriakou und anderen eine Zeitverschwendung waren. Niemand hätte vorausgesagt, dass Präsident Barack Obama in den letzten 3 Tagen seiner Amtszeit 2017 die Strafe für die US Army Whistleblowerin Chelsea Manning umwandeln würde. Na, Mann, meine Finger sind schon ganz steif. Ja. Assange, der unter Trump angeklagt wurde, wird in Belmarsh bleiben, einem Hochsicherheitsgefängnis in London, in dem sich kürzlich Covid-19 in seiner Einheit wieder ausgebreitet hat. Es wird erwartet, dass das Biden-Justizministerium Berufung gegen die Entscheidung eines britischen Gerichts einlegen wird, das den Auslieferungsantrag der US-Regierung gegen Assange abgelehnt hat. Mit einem Neugeborenen werden Snowden und seine Frau Lindsay Mills in Moskau bleiben. Sie werden mindestens so lange im Exil leben, bis Snowden zurückkehren und seine Whistleblowing-Taten in einem Gerichtssaal im Eastern District of Virginia verteidigen kann. Und dafür sind erhebliche Reformen notwendig. Weiner kann das Federal Medical Center Carswell im November 2021 verlassen und in ein Übergangshaus mit Freigang gehen. Allerdings muss sie sich auch in Carswell um Covid-19-Ausbrüche sorgen. Da Kiriakou seine Strafe schon vor einigen Jahren abgesessen hat, ist seine Situation weniger schlimm. Trotzdem würde er gerne seine Pension zurückfordern. Am Ende wollte ein Präsident, der sich rühmte, den sogenannten Sumpf die Stirn zu bieten, sich keinen Ärger einhandeln, indem er Personen begnadigte, die von genau diesem Establishment verabscheut werden, das ihn verachtet. Er war rückgratlos und schwach. Trump riskierte einen Skandal über Begnadigungen für seinen Schwiegersohn oder einen seiner Kumpane. Er aber war nicht bereit, das gleiche Risiko für Assange, Snowden oder Kiriakou einzugehen. Kein Präsident will wirklich in eine Kontroverse verwickelt werden. Donald Trump war nicht anders, schloss Kiriakou. Das war's, danke. Okay, also dann vielen Dank für euer Dasein. Weiß ich jetzt wieder nicht, wie das funktioniert. Free Assange! Free Assange! Free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen!